So, da sind wir auch schon wieder. Der Wardrock hat mich natürlich an die wichtigste Sache erinnert, meinen Timer. Und wir spielen Stardew Valley. Wir sind gleich Multiplayer. Multiplayer, ja. Natürlich Multiplayer mit The Wardrock. Ja, und Bloody Fox sitzt neben mir hier. Genau, das tue ich bei mir zu Hause. Mache ich manchmal. Wir sind im 20. Tag des Frühlings angekommen. Das heißt, heute werden wir durch den Frühling nicht mehr durchkommen. Nee. Das schaffen wir heute nicht. Das schaffen wir nicht. Aber es regnet. Aber es regnet. Es regnet. Katze. Und gutes Glück. Du weißt, wo ich hingehe. In die Mine. Ja. Katze, dankeschön. Ich habe noch 5. Ha, verdammt, ich habe noch 5 CDs da. Das ist dreckig. Lass die CDs so einfach hier liegen. Oben. Oben reinschmeißen. So. Wir haben wieder mal neuen Blumenkohl. Ich überlege. Ich werde noch mal Sachen kaufen bei, also Saaten hier, ne? Klar. Ein paar Kleinigkeiten einfach so. Wir sollten noch genug Geld rankriegen dann durch den großen, das große Feld. Naja, vor allen Dingen, weil wir ja die Seeds dann auch verkaufen können dann hinterher wieder. So, wir haben nichts mehr zum Brennen. Aber wir haben einen Eisenbarren und 6 Kupferbarren, das ist gut. Dischgurt ist mein Name, Achmed. Ich habe gerade überlegt. Gestern habe ich die abgegeben, die Axt, nee, vorgestern. Ha. Vorgestern glaube ich, das ist das vielleicht abholen können schon. Ich kann nur die Axt abholen. In den Aufnahmen ist es immer schwierig, das rauszuholen. Aber es war der erste Tag der Folge. Ja, und wir haben 2 Tage gemacht. Dann passt das. Das heißt, ich gehe nachher gleich wieder mal das abholen. Es ist verschlossen, geöffnet, 9 Uhr. Okay, ich gehe erstmal ins Meer. Trete vorher noch ein paar Mülltonnen. Mülltonnen treten im Regen! Ja. Der neue Hit. Nur auf MTV. Gibt es das überhaupt noch? Ja. Ist ein Pay-TV-Sender mittlerweile. Oha. Für den Schrott muss man Geld zahlen? Naja, ich meine, der Schrott läuft jetzt dafür auf Viva. Die haben das Programm übernommen, so ungefähr. Ja, gut, das stimmt. Und Viva ist immer noch frei. Alter Seemann, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Bist du nicht bereit? Slime! Also, um es mit den Worten von SpongeBob zu sagen, ich bin bereit jederzeit, ich bin in Form, ganz enorm. Wie du einfach mal so übelst weit unten schon bist, 46. Ja, ja. Ich bin sehr effizient, was das angeht. Meine Vorarbeit, soll ich sagen. Aber okay. Du bist sehr effizient, was das angeht. Ja. Du hast immer noch die Lead Rod. Ist die besser gewesen? Ja, die macht mehr Schaden. Aber nicht mehr Schaden als mein Schwert, ne? Nein, das Waldschwert ist besser. Aber auch nur, weil es schneller ist. Ja. Hallo. Ja, ich arbeite noch an dem Werkzeug Kupferaxt. Wird heute nicht fertig werden. Ja, dann hast du es doch gestern, also vor einem Tag gegeben. Heute wäre ein guter Tag, um die Minen zu erkunden. Wer weiß, vielleicht findest du ein paar seltene Erze. Also ich habe gerade eine Menge Slimes gefunden. Ich habe Kekse im Müll gefunden. Nice. Es ist ein guter Tag heute. Ich habe noch Krümel von Keksen, die meine Mom letztes Jahr gebacken hat. Ja, guck mal, ein ganz anderes Thema. Ich muss mal eben rumprallen. Guck mal, wie reich ich bin. Wow. Ja, ich kaufe aber nichts. Pass auf, dass Kali dir nicht jetzt irgendwelche Copyright Strikes gibt. Hallo Luis. Hi Fox. Du machst eine Pause? Nein. Nein, ich arbeite gerade. Siehst du das nicht? Ich bin gerade voll am Arbeiten. Du bist gerade im Internet. Du bist berühmt, Luis. Berühmt. Ich bin freier Schriftsteller. Ich arbeite. Bringe Willy Lauch. Ah, Willy will Lauch haben. Oh, ja. Du bist Fox. Ja, ich bin's. Hallo. Die kennen mich alle noch nicht. Ich habe erst mit 9 Leuten geredet. Ich will Kartoffeln, glaube ich, ernten. Diesen. Oder Grünkohl. Wir haben noch keinen Grünkohl. Grünkohl haben wir noch gar nicht. Also einmal will ich Grünkohl nur machen, dass wir ihn verkauft haben. Und dann will ich Kartoffeln. Ich gebe jetzt ganz viel Geld für Kartoffeln aus. Unser ganzes Geld. Du machst das. Weil Kartoffeln haben Double Harvest Chance. Also ich wollte eigentlich hier gar nicht weiter runter mit der Spitzhacke. Ich wollte mir eigentlich einen besseren Spitzhacke machen. 6x6 ist 36. Wie viel Kupfer haben wir denn? 6. Also Barren. Ja, wir brauchen mehr Kupfer. Willst du die Spitzhacken verbessern? Ich werde es bis 50 runter machen und dann Kupferfarm erstmal gehen. Okay. Weiter oben. Ich habe gerade einen Stein gegossen. Nee, das meine ich nicht. Ich muss noch eine neue Dings machen. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
Oh Gott. Ich glaube, ich überlebe nicht bitte eben mit 50. Die Steine sind jetzt zu hart. Nee, ich geh wieder hoch. Ich prügel mich von Ebene 5 nochmal runter. Ja. Eine neue Scarecrow. Oh ja, das wäre ganz praktisch. Sonst fressen die unseren Antrag da hinten noch auf. Na Mensch. Wir könnten, glaube ich, noch zweimal Dings ernten hier. Ja. Parsnips. Nee. Parsnips hätten wir auch zweimal ernten können, ja, das wäre auch gut gewesen, aber das können wir nicht. Ich hatte Dwarf Scroll 1. Sehr gut. Die haben irgendwie Dropchance von 1% oder sowas. Erdbeeren. Erdbeeren. Da brauchen wir für 50 Holz, eine Kohle, 20 Fasern. Okay, sollten wir haben. Alle anderen Squads habe ich immer die zusammengesammelt gekriegt, aber die Draft Scroll 1, die kam immer mit Zwergenrolle. Echt? 1. Ich ja. Hab die Zwergenrolle immer super easy zusammenbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da brauche jetzt gerade, aber 10 Leute. Aber Zwergenrolle 4 war super schwer zu finden. So, wir könnten übrigens 3 Field Snacks machen. Weiß ich nicht, viel ist. Nicht viel ist. Aber gut. Okay, dem Slime habe ich einfach den Kopf gehauen, der ist umgefallen. So, wenn ich die jetzt da hochsetze, dann sollte das eigentlich alles covern. So, das sollte jetzt alles abdecken. Ja, wenn du das sagst, was wir haben. Glaube ich dir das mal. Ich würde ja gerne noch und so, aber ich glaube, für Steine auf meiner Farm kriege ich dafür Erfahrungspunkte fürs Mining. Ja, einen glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe letztens ein Video darüber gemacht. Ich hatte den Mod letztens drin gehabt und habe das gesehen. Du kriegst, glaube ich, einen Erfahrungspunkt für Stein pro Stein. Mir war es nämlich so, als ob, aber ich wusste es nicht mehr genau. So, ich nehme mal dort ein Bait raus. Köder heißen die im Deutschen. Die sind unten in der Kiste. Strandschnecke. Hey, ich habe den Erfolg Fischer erhalten. Herzlich willkommen. Im Club. Ja, aber du hast nicht nur den Erfolg erhalten. Irgendwie hat mein Feedback gerade vibriert. Hast du gerade irgendwas jetzt gemacht oder so? Ich habe eine Kiste kaputt gehauen. Okay. Ich sag dir Bescheid, wenn ich nochmal eine kaputt haue. Es wäre sehr lustig, wenn dann mein Vibrationsfeedback reagiert. Das ist ein Bug, den man reporten könnte. Das haptische Feedback. Ich glaube, das liegt tatsächlich eher an dem Controller. Ja, aber. Neulich hatte ich damit gar kein Problem. Aber die Vibrationsmotoren laufen hier langsamer an, würde ich behaupten. Oder andersrum. Sie laufen länger aus als die vom Xbox 360 Controller. Liegt auch vielleicht an der Einstellung. Das kann auch sein, ja. Vielleicht ist einfach das Steam. Das Steam-Sache ist ja erst momentan in der Beta. Beta, ja. Aber ich muss sagen, er ist halt leichter als der andere Controller. Ja. Bisschen kleiner. Ja, ein bisschen. Aber wenn das jetzt so funktioniert, könnte das sogar dazu führen, dass ich, wenn es nativ noch funktioniert, also wenn ich ihn zum Beispiel auch sowas wie im Emulator oder so nutzen kann. Du kannst ihn ja auf Windows nutzen. Eben. Dann. Die Frage ist auch, dass es auf Windows-Tasteneingaben gibt. Jetzt habe ich gerade wieder ein Vibrationsfeedback auf der linken Seite gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob er zwei Vibrationsmotoren hat. Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Wer im linken und rechten Handle einen hat? Ich kann jetzt noch mal eine Kiste kaputt haben. Hast du es gespürt? Nein. Spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Ne, wer weiß, vielleicht ist der mit den zwei Spielern noch ein bisschen überfordert bei der Situation. Ja, wer weiß, was das ist. Wird bestimmt rausgepatcht. Auf jeden Fall wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Also, was heißt eine Möglichkeit? Eine Sache, dass ich über kurz oder lang mich doch irgendwann von meinem alten Controller trenne. Das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Den habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich finde das sehr gut, da ich ja in nächster Zeit sehr viel unterwegs sein werde, brauche ich ja mit nur einen Controller mitnehmen. Draft Scroll 4. Ach, sei ruhig. Sag's ja nur. Ja, sag's nicht! Halt's einfach für dich, okay?
viele Slimes wie möglich hauen. 28. Ja, das ist gut. Weil wenn du einen Slime Charmer Ring bekommst, ist es schon ziemlich gut. Das wird noch mal dauern, aber ja. Und das ist ein Edelstein. Sind ja nur 1000 Slimes. Ich bin langsam erschöpft. Ist ja schon 19:30. Ich esse alles, was ich hier finde. So, also es ist gerade super spannend, ja, mir zuzuschauen, wie ich einfach nur Steine kloppe, aber auch das gehört dazu. Und du fühlst dich vor Anstrengung träge. Ich habe zu lange gemacht, ich kann jetzt nur noch langsam laufen. Und du kriegst weniger Zeug. Zurück an die Nacht, meinst du? Ja. Das denkst du. Du könntest das Essen noch. Ich bin mir nicht sicher, ich bräuchte das Energy Tonicum. Du kannst einfach irgendwas essen. Okay, dann esse ich irgendwas. Ich habe Kekse. Ja, Kekse essen. Ich habe trotzdem noch dieses Erschöpft-Ding. Erschöpft. So. Ich komme mal zurück. Ich habe 23 Kupfererz geholt, wie? Ich habe 6 Kohle. Das ist, wir haben glaube ich ein bisschen Kupfererz da, ne? 7 Kohle und 4 Geoden. 8 Kohle. Und eine Geode. Ha! Kupfer hat noch ein bisschen was da können wir vielleicht schon wieder 5 Wahlen machen dann daraus. Mhm. Und dann haben wir wieder. Geoden kommen dahin. Dann haben wir wieder. 2 Kupfererz haben wir da. 6 Kupferbarren. Ja, 2 Kupfererz heißt genau. Und dann können wir 5 Kupferbarren wieder neu machen. Können wir irgendwas anderes auf Kupfer nach der Welt bringen. 23 haben wir? Wir haben nur noch 6 Geld. Nee, ja, ja. 23 habe ich in der Tasche. Ja. Nee, ich habe doch mal das ganze Geld ausgeben für. Hier, das ganze Feld hier vorne. Also was kommt hier alles rein? Edelsteine? Nee, nur Schmiedezeug. Nur Schmiedezeug, ja. Okay. Und hier kommen Geoden rein. So, kommen die Edelsteine rein? Die hintere Kiste. Nee, doch, die vordere. Und in die hintere kommen Monster-Sachen rein. Und die Dwarven Scroll kommen oben in die Kiste direkt neben dem Ausgang. Und Quarz kommt oben beim Dings mit rein, beim Rennen. Ja. Gibt Sinn. Wie noch Zeit, ja. Ja. Dann habe ich noch Steine. Teils wollte ich mir deine leichten Prise, aber hat eine Menge Pollen. Und wo hast du die grünen Algen reingeschmissen? Ja, beim Fishing Chest. Achso, ja, da gibt's Sinn. Erstmal. Ja. Wollte ich gerade in dein Haus gehen. Ist nicht so schlimm, mein Bett ist halt belegt. Was ist, wenn ich das Bett ausgebaut habe? Kannst du dann auch mit, wenn das zwei Seiten sind? Wie das wäre sehr witzig. Das Bett ausgebaut? Na, wenn ich das Haus vergrößere, habe ich doch ein dickeres Bett. Kupferarbeit Stufe 3. Minenarbeit Stufe 3. Level 1 Combat. Wir müssen mal einen Vergleich machen. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch 5 Minuten. Oh ja, das kriegen wir noch ein bisschen was hin. Guck mal. Was sagt denn dein Level? Oh, Farming hast du halt noch gar nicht. Ja, Fishing hast du 4. Naja, Farming habe ich dir ja alles gegeben. Ja, Mining bin ich durch die Hofarbeit jetzt besser. Sammeln sind wir gleich und Combat sind wir fast gleich größer. Ja, du warst halt mehr in der Mine unterwegs. Ja. Nein, die Hofarbeit macht es halt hauptsächlich auch, ne? Aber Combat zieht es bei mir so allgemein wenig hoch in der Farm. Erdbeeren? Green of Sauce. Was gibt's das? Radish Salad. Okay, nehme ich auch gleich mit. Ich gieße nur schnell mal ein bisschen. Wir können ja heute einen kurzen Tag machen. Ja. Ich verkaufe Hüte. Hi, ich verkaufe eine Hüte, okay? Stups. Komm zu altem Haus. Stups. Bring Münze. Hutmaus. Im Deutschen heißt es altes Haus, nicht nur altes Haus. Okay, sagt sie. Ja, Stups. Game wird getrennt. Okay. Hast du es leer gespielt? Ich glaube, der Akku ist leer. Ich hatte es nicht aufgeladen vorher. Ich nehme einfach mein anderes Gamepad. Oh, nee. Ist jetzt wieder an? Oder? Was? Ist es wieder an? Okay. Dann spiele ich halt mit Ladekabel dran. Fertig. Naja, muss ich mal lange aushalten. Nee, ich muss den Controller nur seitlich halten. Weil das Kabel da hinten ist. So, aber wir haben ja nicht mehr lange. Ja, noch 5 Minuten haben wir es fertig. Wir machen heute nur einen reinen Farmtag. Wir haben uns auch mal einen Tag. Guck mal, es ist Sonntag. Wir haben uns auch mal einen verdienten Tag. Es ist Sonntag. Wir müssen unten noch mal beim Menschen. Mit 6 Geld. Mittwoch und Freitag, Mafia. Mittwoch und Freitag. Nein. Was zur Hölle? Freitag und Sonntag.
Mittwoch und Freitag? Freitag und Sonntag. Sonntag? Ja. Okay. Was war denn Mittwochs? Was? Keine Ahnung, was Mittwoch ist. Hast du die schon gegossen? Ja. Verdammt. Ich gieße einfach durch dich durch. Ja, du hast gerade im Gießen, bist du hier rüber gebackt bei mir. Du hast eine Gießanimation und bist dann darüber. Ja, aber das war gar nicht so schnell, wie ich mich Immer mir auch nicht, ne? Noch ein bisschen. So, wir können auch irgendwas machen, was kurz ist. Was machen wir denn noch? Wir können Holz wegrollen. Auf Dunkel weghauen. Ich würde sagen, ich gehe kurz in die Stadt und gehe mal gucken, ob es eine Quest zum Abholen gibt. Ich mache das sowieso fertig hier, dass so viele Bäume hier sind. Ja, das wird langsam auch Zeit, das werde ich jetzt. Doch, ich muss meine Axt holen, das mache ich heute noch. Das mache ich nämlich right now. Rickt noch. Mach das. Ich kann auch währenddessen nochmal die Erze reinschmeißen. Ja. Das war jetzt noch so eine Sammelfolge. Haley will einen Karpfen. Okay. Super Mahlzeit. Wow. Nee, ich richtig Scheiß. Louis hat beim Durchsuchen des Müllens Fox erwischt. Ja, passiert. Ich habe eine super Mahlzeit, die bringt 40 maximale Energie und plus 1 Geschwindigkeit. Das ist sehr gut. Mhm. Kupferaxt! Und sie ist gleich wieder an der richtigen Stelle. So, was kann ich jetzt mit der Kupferaxt machen? Ich glaube, ich kann die großen Baumstämme machen, ne? Ja. Die alten noch nicht. Die kann ich erst mit der Eisenaxt machen. Ja. Das heißt, du kommst auch noch nicht in den Wald. Nee, aber bald komme ich in den Wald. Wenn ich erstmal die Gießkanne upgraden. Ja, es kommt darauf an, wann wir Geld haben. Wenn wir für beides Geld haben und bis wir für beides Geld haben, dann. Weil wir müssen gucken, wir müssen jetzt dann die Einkünfte erstmal in Sommersaaten stecken. Ich würde, wenn wir auf Geld erstmal gehen wollen, dass wir handlungsfähig sind, würde ich im ersten Jahr tatsächlich gucken, dass wir viel Geld ausgeben für Melonen. Ja. Können wir ja machen. So. Das war nur eine Erdbeere, die anderen behalten wir hier. Genauso wie die grünen Bohnen. Sammeln. Und das kann man essen. Das packen wir da rein. Die super Mahlzeit. Oh, der ist ein bisschen gebacken. Jetzt will ich gucken, ob ich die zerkloppen kann. Ja. Weil die stören mich da nämlich auch so ein bisschen. Kriegen wir hart, das ist auch gut. Stimmt, das ist hart. Das ist sehr gut. Oh, ich hab der Crabpot. Der ich gestern habe ich den schon. Hast du nachgefüllt? Ja. Ja, eine Schnecke. Ich kann den Fisch schon da rein machen. Schmecken so ein Zeug von unten einfach in die Kiste rein, da können wir einfach, wenn wir nur noch nicht jedes Mal hin und her laufen, da kann man einfach, wenn man dann auf einmal für alles geht, Fertig ja. machen will, dann geht man auch runter und dann feuert man den ganzen Zepp durch. Und ist gut. Quality, jetzt habe ich schon was du meintest. Quality, Dünger. Ja, du hast Quality gesagt. Quality. Wenn wir die Axt dann haben, die Pickaxe noch verbessert haben, können wir auch diese Boulders wegmachen. Ja. Ich habe ja schon schlafen gelegt, ich habe sowieso keine Energie mehr. Ja, es ist 13:50 Uhr. Ja, dann mache ich noch mal schnell meine Energie einmal runter. Eben. Mit den großen. Muss ja auch mal sein. Eben. Und es ist Sonntag, dann machen wir einfach zeitig Feierabend. Ich weiß, Leute, es ist Montag, aber nein, es ist Sonntag. Wir haben die magische 19-Minuten-Marke erreicht. Oha. Bei der mich mein Armband daran erinnert, hey, du hast die magische 19-Minuten-Marke erreicht. No way. No way? So weit kommen wir noch nicht. Ich glaube, so weit ist unsere Reichweite nicht. Weißt du's? Na, ich glaube nicht, dass so viele Norweger Deutsch sprechen und deswegen einen deutschen Stardew Valley anschauen. Und wenn, dann warum sollten sie meinen anschauen? Keiner Plan. Siehst du? Kann ich wirklich nicht sagen. Eben. So. Wenn der Katze mal so ein schönes Gehege bauen da oben. Stimmt, dann kann die nicht immer ständig hier über das ganze Feld laufen und stören. Das ist voll die gute Idee. Sie stört ja nicht, aber. Noch nicht. Was denkst du, wie oft die mich schon gestört hat? Verschleicht sie eigentlich Krähen, dann macht die irgendwas Sinnvolles oder ist sie einfach nur da? Sie ist einfach nur da. Hm. Kannst du die 5 Zukunftserz noch nehmen? Ja. Und
3 Kohle. Habe ich 3? Nein, noch 2. Das dachte ich mir nämlich. Wir müssen die Öfen auch anders hinstellen. Ich will die in einer Reihe haben. Ja, und wir könnten dort hinten zum Beispiel die Kiste reinstellen. Wir können die Kiste von dort anpinnen. Ja. Okay. So, nur schnell sortieren und dann gehe ich auch schlafen. Zack, 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 zack. Fertig sortiert. Alles in eine Kiste reinstellen. Wie viel haben wir? 30, okay. 30 Hardwood. Das sind noch 20 Minuten. Wenn wir ein Pferdstall baust, kriegen wir dann beide ein Pferd? Das weiß ich nicht. Wir müssen wahrscheinlich beide ein Stable bauen. So. Und natürlich haben wir nichts verkauft. Doch, wir haben was verkauft. Doch, okay. Sammeln Stufe 4. Axteffektivität. Wow. Schwieriges Wort. Wildbeerenernte plus 1. Das heißt, wir bekommen jetzt 2 dann. Kohlebrennofen und wilde Saat für den Sommer. Das ist sehr gut. Wir müssen noch möglichst das Sammeln noch hochpushen, damit wir die Blätterblätter kriegen. Ja, auf jeden Fall, weil im Sommer werden die ersten Stürme kommen. Das heißt, ich muss sehr viel Holz hacken jetzt. Aber ich habe jetzt die neue Axt, das heißt, ich gehe unten alle Sachen mit anpacken. Stumpf. Mit Stumpf dann, ja. Mit Stumpf und Stiel. Naja, erstmal nicht, aber später dann vielleicht. Nein, okay. So, wir gucken uns noch schnell die Bilanz an. Bilanzanalyse. Unsere Hofarbeit, eine Erdbeere. Hat uns 180 gebracht im Goldenen. Das heißt, Erdbeeren sind relativ wertvoll. Ja, und sie haben Mehrfach-Drop-Chance. Und sie haben eine Mehrfach-Drop-Chance, denn die auch sehr gering ist. Und mit dieser Mehrfach-Drop-Chance würde ich sagen, war es das für heute und für diese Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo. Schaut auch mal beim Stream vorbei oder auf Twitter. Dort gibt es immer die neuesten Ankündigungen. Schreibt Kommentare und lasst Likes da und vielleicht auch mal ein Abo. Und schickt einfach Bloody Fox auf Twitter einen Chuck Norris-Biss. Genau, sowas auch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ciao.